Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ein sehr nützliches Programm vorstellen, und zwar Stream Transport. Damit kann man jegliche Videos im World Wide Web mitschneiden. So auch zum Beispiel die bestens geschützten Videos von den TV-Sendern, wo man sich vergangene TV-Sendungen angucken kann oder sowas. Sagen wir einfach mal Tagesschau. Und schon erscheint hier unten, dass ein Video hier gefunden wurde. Und dann klickt man auf Download und dann wird das einfach runtergeladen. Genauso funktioniert es auch mit dem ZDF. Man lädt ein Video. Und das kann man sich dann auch runterladen. Ich habe es auch mit Pro7, Pro7.tv getestet und mit RTLnow.de, und funktioniert eigentlich überall, auch auf Videoplattformen, und so kommt man wirklich an jedes Video im Internet. Gut, das war's auch schon. Tschüss.